Ein herzliches Willkommen bei Blacktree Gaming, wieder im LS19, unser Helvetia-Projekt mit am Start der Phil. Servus. Ich darf auch wieder mitmischen und als Zuhörer heute dabei der Junior. Hallöchen. So, was machen wir? Wir sind am Ende des Frühlings. Wir haben auf wundersame Weise innerhalb weniger Stunden unser Feld fertig gepflügt. Das zeige ich euch gleich. Da fahre ich gerade hin zum Kalken. Und dann wollen wir das heute noch einsäen am besten. Zeit können wir wieder aktivieren. Palettenbox kann man nicht fahren. Aber am kleinen Deutz haben wir eine Frontladerkonsole. Ja, die müssen wir jetzt noch aufstellen. Kannst du gern Ist die machen. schon dran? Nee. Die Frontladerkonsole ist, meine ich, dran. Ich kaufe mal eine. Also der Frontlader anbauen, ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Da reicht ja die kleine, gell? Reicht schon. Yes. Wie viel PS hat der? Weißt du das gerade? Ich glaube über 100. Ich weiß aber es nicht ganz genau. Ja, nee, ich kenne das nur aus Videos. Nur so oder was? Boah. Schön. Blubber-Odel. Dreckarbeitendes Auto. Ein großes Auto. Nö, die soll da nicht fahren, gell? Müssen wir konfigurieren, ja. Was, die war doch nicht dran. Nee, meine war nicht. Sorry. Was treibst Bist du Weltmeister? Oh je, was hast du gemacht? Ich habe gerade die Eierpalette, sagen wir mal, 100 Meter weit weggeworfen. Ach du Scheiße. Verdreht der Junior gerade die Augen? Ja, der lacht sich gerade selbst. Das habe ich von hier gehört, ohne Mikrofon.
Nein, ich hab's gehört. So, hier ist jetzt unser Feld, das neue Feld 47 von mir gepflügt. Hier ist circa eine Hälfte. Und dann kommen wir nachher zur zweiten Hälfte, wenn wir über den Buckel drüber sind. Palettenweitwurf. So, und hier ist die zweite Hälfte vom Feld. Sehr schön. Ich habe jetzt nur zwei Eierpaletten mehr oder weniger gekauft, ne? Naja, das reicht ja. Man kann die aber zum Hof fahren, man muss sie nicht hinwerfen, gell? Nicht? Oh, hätte ich gedacht. Nee. Extremweitwurf, was? Eierweitwurf. Sind Eier drin? Du kannst gerade kurz geradeaus fahren, falls du noch nicht zu Hause bist. Nee. Was heißt gerade ausfahren? Ah ja, du fährst jetzt nicht durch die Stadt, sondern hinterrum, gell? Hätte ich dir das Feld schnell gezeigt. Interessieren, warum mich den Dackel erwischt hat. Wahrscheinlich wegen den Eierpaletten. Nee, glaube ich ja nicht. Ich glaube, das war da, das ist schon Keine Ahnung. genau geplant haben. Sicher? Wir hatten es aber kurz davon. Und dann haben wir gesagt, oh Scheiße, wir haben den ja gar nicht drin. Bin mir jetzt auch sicher. Genau, da habe ich vorher auch schon dran gedacht. Da sollten wir jetzt, da wir jetzt ja kräftig mischt produzieren, wie schon immer, doch mal starten. Weiß nicht, willst du da vielleicht das anlegen? Ich kann es auch machen, kein Problem. Kann ich dann schon Wenn vorlegen? du Lust drauf hast. Machen wir. Die Eierpalette passt drauf. Gibt es einen schönen Obstgarten? Nur die Frage jetzt, wo wir was hin machen. Machen wir es jetzt nach da hinten oder? Gute Frage, nächste Frage. Gerade mal kurz hier im Ding zu gucken, im Cosplay, was er denn jetzt genau veranstaltet. Brauchen einen Anhänger, um Honiggläser zu besorgen. Im Papa sein Lieblingsjob.
Da höre ich doch einen kleinen Trecker rumdonnern. Als hätte er Durchfall. Ganz lässig lenkt. Ja, mit dem Träger kann shit anders als lässig lenken. Roman, was hast du gemacht? Harzpalette. So, was dafür gefragt hat mit den Obstbäumen. Wir haben zwei Bereiche hier, die uns gehören, wo wir uns überlegt haben, Obstbäume zu pflanzen. Das wäre einmal hier runter. Gibt. Hier runterfahren und dann hier anfangen mit der Plantage, weil hier das gesamte Grundstück bis zur Straße rüber gehört noch uns. Was man mit den Bäumen macht, müssen wir vielleicht beratschlagen, ob man die lassen oder wegballern. Aber wir hätten trotzdem mehr als genug Platz hier oben. Schön auch in Sichtweite von unserem Hof. Ich würde fast sagen, wir machen es hierhin, Phil, oder? Wo bist du denn? Hier. Ja, okay. Und die andere Möglichkeit wäre. Ich glaube nicht, dass wir über die Dinge fahren. Nee, nee, wir fahren schon oben rum. Aber da haben wir direkt, wenn du dann rechts abbiegst, hast du eine schöne Abbiegung da. Die zweite Möglichkeit wäre hier hinten gewesen. Aber das ist schon so ein bisschen arg abgelegen. Lass die Konsole an, Ding und der Stapler-Ding am Träger dran, ja? Ja. Zweite Möglichkeit wäre hier gewesen. Aber hier ist halt schon abgelegen, nicht. Deshalb stimme ich für den oberen Teil. Wo steckt er denn? Was hast du jetzt neues Fahrzeug gekauft? Ja, 1500 neue Fahrzeuge. Oder zeigt es mir als manchmal erst an nach einer Weile, wenn. Nee, ich habe aber nur mal das auf Radar. Ah, okay. 1500 war aber die Konsole. Ja, genau das hatte ich ja jetzt im Verdacht, dass es das war. Oder vielleicht sogar auch eins von denen wurde. Ja, wenn wir hier oben sind. Das heißt, wir machen jeden Baum einen Strang, oder wie? Oder Ja, machen wir vorher so einen Baum? jede Sorte ein Strang, Mensch. Jeden Baum ein Strang. Ich fange mal bei den Tannen. Bei der letzten Tanne da irgendwie davor an, oder? Ja, schon ein bisschen Abstand dazwischen, oder? Was meinst du jetzt Abstand zwischen was? Also, dass die Tannen halt nicht direkt an das Ding sind, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ach so, ja, nee, nee. Schon, klar, schon irgendwie. Aber ich fange jetzt nicht hinter den Tannen an, das meine ich jetzt, weißt du? Ach so, nee. Also wir haben vier Bäume, Baumarten, Apfelbaum, Kirschbaum, Pflaumenbaum, Birnenbaum. Ich mache jetzt mal Reihe erstmal, aus jedem mal einer Sorte, dann sehen wir mal. Baumkrone Platz, ja, das Ja, kann man ja ja. dann bei Ja, das. Willst du dann um die Kurve rumgehen, so parallel zu den Gleisen oder gerade? Ich glaube, gerade wäre besser. So, Baumobst. Baumobst, Kirschen. Pflaue mich hin. Und es fehlen wahrscheinlich, glaube ich, noch die Birnen. Jawohl, Birnen. gut, wenn ich jetzt gerade gehe, dann habe ich halt das Problem, dass ich nicht so viel Birnenbäume hinbekomme. Nee, ich muss mit der Kurve gehen.
Ja, stimmt, immer schon eine gute Kurve da. Ja, fünf ist eine gute Zahl, Dann kommen wir später ja nochmal. ja. Müssen sie ja versorgt kriegen, nicht? Nicht genug, ja. Ja, gib mal kurz einen Moment. Oh, mein Menü lädt gerade ewig. Jetzt kann ich. Das Gerät muss aufgefüllt werden. Oh Gott, dem Himmel. Follower bekommen. Yeah. Dankeschön. Kann ich eigentlich direkt aus dem Hänger in den Kalkstreuer laden? Hast du das schon mal probiert? Geil. Also es müsste eigentlich gehen, ja. Na dann. Mal angucken. Hoppala. Schön. Ich würde jetzt um die Bäume rum irgendwie so einen Flecken machen. Das sieht auch nochmal anders aus. Ja, schwierig. Oh Mann, schwierig. Wie mein Flecken? Ja, weißt du, dass man um den Baum ganz schön hier so einen Kiesweg in der Mitte zu ihm machen, oder wie machen wir? Ja, Kiesweg. Finde ich am besten. Kieschen links, Kieschen rechts. So. Hast du gerade Zeit? Nee, ich muss den Kalker auffüllen und das ist auch zeitlich relativ wichtig. Muss ich das so nah ranfahren? So nah ran, was meinst du? Mit dem Überladen. Keine Ahnung. Zum Hänger raus, normal geht es, glaube ich, oder? Vielleicht geht es den Hänger ab. Vielleicht mal geht es von hier nach Hänger auch nicht, oder? Kann auch sein. Ist ein Kiosk dran jetzt, oder? Ja. Ja, vielleicht geht es dann jetzt ein bisschen Strauchmann oder sowas, oder Makroleine oder sowas. Sind doch alles Standard. Ja, es fährt natürlich der andere voll in mich rein und hält auch nicht an.
Nö, geht nicht. Könntest du mir mal helfen, schnell? Ich brauche wirklich jetzt den Wo bist du? Kalk hochfahren an Hof. Dann lade ich es Kalk ins Silo und du kannst es aus dem Silo rausholen. Ja, was soll ich fahren jetzt? Den Kalkstreuer nach oben an Hof. Dunkel, Mann. Ja, eben. Deshalb muss die Sämaschine weiterlaufen. Ich habe gerade angehalten, deshalb bin ich so langsam. Hör auf mit Hupen, sonst mache ich den Hänger auf. Achso, ein bisschen kalt in der Fresse, finde ich auch gut. Hi War aber auch ein bisschen creepy hier, du. Spaghetti Joe oder Spaghetti Joe, wie auch immer. Wie geht's? Mit Vollgas. Ah, jetzt gehen die Flutlichter an. Danke, mir geht's auch gut. Ich kann ja schließlich zocken. Nachdem wir lange gebraucht haben, bis das Projekt zustande kam. Also Kalk, gell, Phil? Nicht Dünger. Ja, das ist der richtige. Stimmt gar nicht. Wer hat denn die Düngerpaletten dahinter hingestellt? Wie viel geht rein? 18.000, gell? 18.000, ja. Ja, wenn ich Glück habe. Gib schon mal gerade wieder, dann fahre ich ihn runter. Ah, okay. Angstle. Danke. Was will jetzt machen? Die einsammeln, oder was? Oder Oder was steht bo jetzt da noch draußen rum, da die ganze Zeit da? das ist Acker. Dünger. Aber der kann jetzt mal stehen bleiben. Willst du nicht erst, Wasser holen für die Bäume noch? Könnte ich echt mit dem Wassertank machen, Mann. Das ist die Helvetia Map. Geht leider nur auf dem PC. Aber ist ein echt richtig schönes Teil. Der einzige kleine Nachteil, den sie hat, ist, dass jedes Feld mit einem Hektar anfängt. Also die Felder, die du hier gesehen hast oder die ihr hier gesehen habt, mussten wir alle selber pflügen. Jop. Kurze Beratung mit der Wassertank. Wo stellen wir den hin? Stellen wir den bei den Bäumen hinten hin oder stellen wir den bei uns auf den Hof? Auf den Hof, oder? Hinten im Silo da, das Eck? Beim Hay, Ja, beim ja, Heuballen? da passt. Oh, Wassertank. Ja, so ist es halt. Was macht jetzt die Sämaschine? Säht ihr jetzt schon wieder dahinter? Ich werde noch bekloppt. Ah, lass mal sie halt laufen. Ich kaufe den, ja? Den Wassertank. Jupp. 16.000 Liter. Ja, eigentlich könntest du ihn auch mieten, oder? Wobei, wir machen da vielleicht schon Stunden drauf, ne? Ja, und noch Milch später eventuell. Hm. Ja, kaufen. Okay. Ja, also Puffer jetzt mal. Wobei ich nicht glaube, dass wir viel Milch damit fahren. Könnte mir vorstellen, dass wir da bald davon wegkommen. Gerade mal die Sämaschine hier verfolgen. Ah, da fährt gerade ein Ausflugsschiff voll beleuchtet den Fluss hinunter. Das ist einfach schön hier. Soll ich jetzt ein Ausflugsschiff mal angucken? Du sollst halt gucken, dass du ja Ja, ich kommst. guck die Sämaschine an, was soll ich machen? Die ist, irgendwie macht die komisches Zeugs. Ach, natürlich, ich bin ja auch ein Volltrottel. Ich habe die beim ersten Wegpunkt wieder starten lassen. Ah,
Zum Kotzen. Also. Der kleine Schwarze müsste noch auf dem Hof sein. Beziehungsweise kommt drauf an. Lade erstmal mischt jetzt. Lade erstmal mischt, genau. Ah, wie kriegen wir das raus? Mach schon auch mit dem Frontlader jetzt erstmal. Ah, wir haben den Radlader. Wir haben den Radlader. Zum Glück haben wir den Radlader. Schönen tollen Radler. Ich find's toll, aber die Schaufel sieht scheiße dazu aus. Farbe ist mega, aber. Die müssen wir nachher, glaube ich, noch mit Tasten. Morgen dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht Jupp, können wir gern machen. So, jetzt sieht es wieder besser aus mit der Sämaschine. Gerade da Anfangsding erwischt. Oder bist du jetzt am Mischt machen? Am Mischt. Ja, wir haben 4 Stunden haben wir die Kühe jetzt im Haus. Geht leider nicht, nee. So, ja, durchdrehende Reifen hier. Oh, lieber Phil, was solltest du aktivieren, wenn du jemanden zum Händler runterschickst? Ah, hast du eine Idee? Bist du drin oder was? Gegen den Bist du Sch. drin? Ja, ich sitze gerade drin. Jetzt kann ich rein. Gegen den John Deere ist er gedonnert. Der da ausgestellt ist. Ab geht die Luzi. Ab geht die Luzi. Machen wir noch Honig, ja? Muss Muss. ich auch sein, oder? Zum warmen Ausmachen muss ich auch sein, Doch, oder? ich glaube schon. Ah, okay. Ja, okay, muss ja. Um 10:30 machen wir noch Honig, du Holzschuh. Ja, wir müssen heute leider die Nachtschicht machen. Zumindest müssen wir warten, bis die Sämaschine fertig ist. Ja. Ja,
Oh, da voll die Abfahrt verpasst. Nur so lange schon. Ja, die Rücksprünge müssen noch gewährt werden. Ja. Wie meinst Ja, wenn du praktisch sagst, okay, du kaufst jetzt die einzelne Lösch mit so einem relativ typischen Preis halt. du? Mhm. Und dann gibt es aber noch eine automatisierte Anlage für halt eben Feuergeld oder Ach sowas. so, Na gut, letzten Endes ist ja immer noch ein Landwirtschaftssimulator. Ja, kann man schon vorstellen, dass Vor allem Hilfe jetzt nicht direkt, aber. Also die Flutlichter von den... Ja, sorry. Ja, dass ein paar Leute immer noch mal so ein paar Bienen haben, was so Hobby. Ja, bestimmt. Eine ehemalige Vermieter haben wir auch noch welche. Hat einen Hof? Das meine ich halt, er schafft es halt. Winzer halt. Ja, gut, Winzer. Machen wir bei der Kühe noch sauber. Ah, den Besen für Ding wollte man noch. Besen, deswegen sind wir hingefahren. Wegen dem scheiß Besen sind wir hingefahren. Ja, du hast gesagt, ich soll ihn hinschicken. Genau deswegen war es. Meine Fresse. Da müssen wir was einfallen lassen. So ganz gefällt mir das mit der Walze nicht. Wie viel hast du gesagt? 5 gehen drauf. Also 10 Stück insgesamt, oder? Und dann ist er voll, oder wie? Sorry, wo bist du gerade? Ja, bin ich, Entschuldigung. Und wo drauf? Ja, als Stapel war, weißt du? Ach so, hab noch nie ausprobiert, wie hoch das überhaupt geht. Ach so, na gut, egal. Na, 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 na. Oh, da kommt der Zug durchgedüst. Ja, ich bin gerade am Wasser machen. Ja, das geht auch schöner, ne?
Oh, Sommer, scheiße. War so leichtes Plus gemacht, oder? Sagst du mir Bescheid, wenn wir einen großen Trecker übrig haben, gell? Hammer, glaube ich. Hammer, glaube ich. Also ich habe es nur. Wenn wir einen großen Trecker übrig haben, Ja. sagten wir. Haben wir, glaube ich. Ach so. Verstanden, was habe ich? Putz mal deine Ohren. Was? Was soll ich denn hier? Ja. Ich bereue es, dass wir den Wassertank den hier oben hingestellt haben. Ich hab dich gefragt. Ja, hätte ich halt was gesagt. Das werden wir noch mal auf das Auto machen. Das hat sich so gut. Oh. Ah, die Sämaschine ist gleich fertig. Da können wir schlafen gehen. Was heißt gleich fertig? Eine Bahn fährt jetzt noch. Was können Sie gucken? Laden noch kurz hoch, laden noch kurz die Veronika. Mhm. Und ich hänge. Das ist aber gefährlich hier, das ist aber echt blöd. Was? Mit diesem Schwung muss man auch rüberfahren, damit es. Den Bahnübergang. So, Sämaschine ist fertig.
So. Achim, Ja, B. ich würde jetzt aber doch noch schnell den Mist verteilen, oder? Ich habe jetzt auch nicht überall Wasser verteilt. Das ist im Dunkeln echt beschissen. Also das lass es morgen machen auf die paar Prozent. Das ist. Bist du schon am Haus? Ich fahre gerade hin. Ja, es ist gerade echt Unordnung auf unserem Hof. So, bin am Haus. Wo ist der Hundi? Kurz den Hundi kraulen. So, dann gehen wir schlafen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst Ja. einen Daumen da, abonniert und kommentiert sehr gerne. Bis dahin. Tschüss.